Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bruce Lee Collection. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Bruce Lee Collection. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, es sind ein paar seiner ausgewählten Werke, ein paar seiner Filme. Hier auf dem Cover dieser Box haben wir ihn abgebildet, Bruce Lee, einer der größten Kämpfer oder Martial Arts Athleten, Künstler, wie auch immer man möchte, aller Zeiten. Hier oben lesen wir The Bruce Lee Collection, Bruce Lee. Dann haben wir hier unten Bruce Lee, der legendäre König und Superstar der Martial Arts, DVD. Auf der Unterseite ein Barcode plus eben Infos. Gesamtlaufzeit 378 Minuten, also über 6 Stunden. Oben haben wir dann auch nochmal das Ganze beschriftet, plus hier eine 18er Freigabe, also nicht freigegeben unter 18 Jahren, FSK-Logo. Auf der Seite sieht das Ganze so aus, in Gold und Weiß und hier auch nochmal abgebildet. Und auf der Rückseite sehen wir, was uns hier erwartet. Und zwar haben wir hier 4 DVDs drin. Die kommen hier in einzelnen Cases und wir haben hier einmal die Todesfaust des Cheng Li, Todesgrüße aus Shanghai, die Todeskralle schlägt wieder zu und mein letzter Kampf. So, dann hier auch nochmal die Infos, Features auf diesen DVDs, Bonusmaterial gibt es auch noch, Trailer und so weiter und PlayStation 2 kompatibel. Also man kann diese DVDs natürlich auch auf einer PlayStation 2 ansehen, wurde damals eben hier nochmal darauf hingewiesen. So. Wir kommen zum Inhalt. Das Ganze ist so ein Schuber, so ein Karton. Der ist jetzt leer. Und hier sind dann die Filme. Also einmal, zweimal, dreimal, viermal. So sieht das aus. Wir starten natürlich links mit dem ersten. So. Bruce Lee, die Todesfaust des Cheng Li, ist natürlich immer so schwer, das Ganze zu übersetzen. Also im Englischen, der Titel damals im Englischen war The Big Boss, wurde dann übersetzt mit die Todesfaust des Cheng Li. Ja, das ist manchmal etwas fragwürdig, wie das übersetzt wird. 1971 erschienen, auf der Seite beschriftet, auf der Rückseite Fotos, dann hier natürlich noch eine kurze Inhaltsangabe, was uns in diesem Film erwartet, technischen Details. 18er Logo, Barcode, okay. Schauen wir rein. So, wir haben hier einen kleinen Einleger. Nochmal hier mit dem Cover im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir noch eine Kapitelübersicht. Also diese Anspielstationen gibt es hier. 18 Kapitel auszuwählen. Noch ein Foto von Bruce Lee. Und das ist dann die DVD. In Blau gehalten. So, dann kommen wir zu Teil 2 dieser Box. Das ist dieser hier. Todesgrüße aus Shanghai. Auch hier wieder beschriftet, natürlich alles mit den Infos. Okay. So, was haben wir hier? Auch hier wieder der Einleger. In diesem Fall in seinem Purpur oder lila gehalten. Kapitelübersicht, Foto. Und die DVD natürlich dann auch hier in lila. So, der nächste Teil. Die Todeskralle schlägt wieder zu. War auch wieder so eine lustige Übersetzung. Also ich glaube im Englischen heißt der Film The Way of the Dragon. So, auch natürlich wieder ab 18 Jahren, Zettelchen mit der, na, mit der Kapitelübersicht, jawohl, so, und die DVD dann hier in diesem, ja, dunklen Türkis oder blaugrün. Und der letzte Teil, der vierte Teil ist dieser hier. Mein letzter Kampf, Original meines Wissens, Game of Death, 1978 erschienen.
Das ist der Film. Also, wie ihr gesehen habt, alle vier jeweils ab 18 Jahren freigegeben. Also in den Filmen gibt es auf jeden Fall ordentlich Gewalt. Natürlich vor allem in Kampfszenen. Da wird sich ordentlich gekloppt. So, die DVD in diesem Fall hier in so einem dunklen Rot. Ja, und das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal Mein letzter Kampf, dann Die Todeskralle schlägt wieder zu, Todesgrüße aus Shanghai und die Todesfaust des Cheng Li. Alle vier Teile kommen hier in einzelnen Cases, wie gezeigt, und dann eben zusammen in dieser Box, in diesem Schuber Bruce Lee, die Bruce Lee Collection. Das alles hier drin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Bruce Lee unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.